Jetzt bei Ihrem Dacia-Händler Erler GmbH. Der neue Dacia Duster, Deutschlands günstigster SUV. Den müssen Sie kennenlernen. In zahlreichen Motorisierungen und Ausstattungen, die zu Ihnen passen. Rallye-Pilot Sepp Wiegand hat ihn getestet. Sogar ein steiler Skihang ist für den Duster kein Problem. Echte Offroad-Qualitäten und ein unverwüstliches Fahrwerk. Der macht einfach Lust auf Abenteuer. Entdecken Sie den neuen Dacia Duster jetzt bei der Erler GmbH in Oelsnitz-Erzgebirge und Eibenstock. Das sind die Stoffe für ErzTV Kompakt am Freitag. Wasser, Wellenschlag in Bad Schlema, Plastik, bunte Welten im Bergbaumuseum und Asphalt, Straßenbau in Schwarzenberg. Glück auf, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute zu Beginn mal etwas in eigener Sache. Wir suchen nämlich was, und zwar einen Dachboden. Zurzeit produzieren wir für die Grundschulen im Erzgebirgskreis einen neuen Unterrichtsfilm für das Fach Sachkunde. Die Dramaturgie sieht darin vor, dass einige Szenen auf einem Dachboden spielen. Der muss natürlich schön alt und vollgestellt, vielleicht auch etwas staubig sein. Und eine knirschende Treppe muss dort hinaufführen. Aber sowas müssen wir erstmal finden. Darum, haben Sie zu Hause so einen schönen alten Dachboden, möglichst in der Nähe in oder rund um Bayerfeld, Schwarzenberg oder Aue, und würden den für vielleicht 2 Tage Dreharbeiten mal zur Verfügung stellen? Wir versprechen, wir räumen weder auf, noch stellen wir was Bleibendes dazu. Wenn Sie uns da weiterhelfen könnten, wäre das ganz großartig. Melden Sie sich einfach mit ein paar Fotos davon, am besten per E-Mail an redaktion@erztv.de. Und wir melden uns. Vielen Dank schon mal. Jetzt aber zum Nachrichtengeschehen. Gestern war Welttag des Wassers. Das war bereits Thema hier in den vergangenen Tagen. Und unser Kollege Uwe Zenke hat sich den Aktionstag im Gesundheitsbad Actinon Bad Schlema für Sie angesehen. Am Internationalen Weltwassertag haben Sachsens Heilbäder und Kurorte, darunter Bad Schlema, Warmbad sowie Thermalbad Wiesenbad und der Luftkurort Oberwiesenthal aus dem Erzgebirgskreis, kräftig Wellen geschlagen. Punkt 18 Uhr wurde am 22. März ins erfrischende Nass gesprungen. Gastgeber für diese Aktion war in Bad Schlema das Gesundheitsbad Actinon. Die den Sprung Ausführenden waren hier besonders aktiv. Die Karo-Dancers hatten eigens dafür historisches Badeoutfit angelegt. Damit wurde Bezug auf das Jubiläum 100 Jahre Kurbetrieb im Seematal genommen. Alle Badegäste, die um 18 Uhr in historischer Badekleidung im Bad waren, bekamen freien Eintritt. Davor war eine Geschichtsausstellung zu Relikten des alten Kurbades und des Niederschlemaer Genesungsheimes eröffnet worden. Nur optisch schöne Wirkung, das ist einem weiblichen Auge zu verdanken. Das männliche Auge bringt die Objekte, das weibliche Auge präsentiert sie im Offens an. Das sehen Sie dann vorne beim Kurhotel Silber genauso. Ein Partner beim Aktionstag in Bad Schlema waren die Wasserwerke Westerzgebirge. Diese kredenzten im Foyer des Gesundheitsbades leckere Cocktails aus Trinkwasser. Die Aktion und die vielen begleitenden Events und Angebote zum Weltwassertag in Sachsens Heilbädern und Kurorten wurden übrigens von einem Studententeam der Fachvertiefung Gesundheitstourismus und SPA der Berufsakademie Breitenbrunnen entwickelt. Es ist Freitag, wir haben nochmals interessante Neuigkeiten. Im vergangenen Jahr kletterte der Krankenstand der AUK-Plus-versicherten Arbeitnehmer in Sachsen auf einen neuen Höchstwert seit 20 Jahren. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der Krankenkasse hervor. Der Krankenstand betrug 2017 5,5%. Im Vergleich zum Vorjahr stieg er um 0,2% an.
Jeder AOK-Plus-Versicherte Beschäftigte in Sachsen war im Durchschnitt 20 Tage krankgeschrieben. 58% meldeten sich ein- oder mehrmals im Jahr krank. Den höchsten Krankenstand hatte erneut die Branche öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung. Pünktlich zum verlängerten Osterwochenende ist der Flyer mit dem Bus quer durchs Erzgebirge erschienen. Darin hat die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH in Kooperation mit dem Tourismusverband Erzgebirge zahlreiche Ausflugsangebote und Sehenswürdigkeiten, die ganz bequem mit dem ÖPNV zu erreichen sind, sowie Wander- und Veranstaltungstipps gebündelt. Die Busse fahren im 2-Stunden-Takt und können mit einer gültigen Erzgebirgskarte kostenlos genutzt werden. Thalheim feierte am Freitag zum 10. Mal ein Osterbrunnenfest. Der Osterbrunnen gegenüber dem Rathaus wurde ausschließlich mit handbemalten, größtenteils echten Hühnereiern geschmückt. Inzwischen sind so viele Ostereier von den Thalheimer Kindern bemalt worden, dass hinter dem eigentlichen Brunnen noch zwei separate Bögen aufgestellt werden konnten. Der für Thalheim neue Brauch ist angelehnt an die fränkische Tradition der Partnergemeinde Markt Rosthal. In Schwarzenberg geht der Umbau von Kreuzungen im Zuge der B101 weiter. Seit dieser Woche gibt es deswegen Verkehrseinschränkungen an der Einmündung der S270, dem sogenannten Bayerfelder Dreieck. Der Verkehr aus Richtung Bayerfeld wird über Schwarzenberg-Sonnenleite umgeleitet. Ziel der im vergangenen Jahr begonnenen Gesamtbaumaßnahme ist es, an der B101 durch den Neubau bzw. die Verlängerung von rechts Ab- und Einbiegestreifen die Leistungsfähigkeit der hintereinander liegenden Kreuzungen zu erhöhen. In Meinersdorf ist die Hauptstraße ab Montag bis einschließlich Gründonnerstag aufgrund von Schachtregulierungsarbeiten in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Tagsüber erfolgt eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. Voll gesperrt wird ab Montag die Talstraße zwischen Bad Schlema und dem Abzweig Wildbach. Bis einschließlich 31. August wird hier die Betonstützmauer instand gesetzt. Vom 26. März bis Ende September ist in Langenberg die Elterleiner Straße zwischen Gasthof Katharina und Haus Nummer 39 gesperrt. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste ist zwischen Gasthof Katharina und Abzweig Mühlstraße. Eine Umleitung ist jeweils ausgewiesen. Änderungen im Linienverkehr sind den Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen. Rund 35 Institutionen, Handwerker und Gewerbetreibende haben am Mittwochnachmittag in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg Berufe vorgestellt. Am 8. Ausbildungsmarkt nahmen Schüler der Klassen 5 bis 10 aus Schulen der gesamten Umgebung teil. Auch Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert ließ es sich nicht nehmen, auf dem Ausbildungsmarkt vorbeizuschauen. Am Stand der Johanniter Unfallhilfe frischte er sein Praxiswissen über die Herzdruckmassage und Beatmung auf. Die Johanniter Unfallhilfe Kreisverband Erzgebirge nimmt bereits seit mehreren Jahren an dieser Veranstaltung teil. Neu erschienen ist die Publikation Der Edel- und Buntmetallbergbau im meißnisch-sächsischen Erzgebirge 1350 bis 1470 von Yvonne Burkhardt. Sie ist Teil des neuen Labels Archeo Montan in der Reihe der Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen. Burkhardt unterzieht die Organisationsstrukturen der meißnisch-sächsischen Edelmetallbergbaue im Mittelalter einer detaillierten Betrachtung. Die wettinische Stadt Freiberg spielte hierbei aufgrund reicher Silbererzvorkommen eine herausragende Rolle und galt als Zentrum eines der bedeutendsten Montanreviere Mitteleuropas. Dies ist die erste umfassende Veröffentlichung im laufenden Archeo-Montan-Projekt 2018. Weitere werden noch in diesem Jahr folgen. Die Wanderausstellung Waldgrün, Stadtgrün wird am Montag im Foyer der Stadtwerke Aue eröffnet. Sie ist dort bis zum 24. April zu sehen. Seit Mitte März wird das Nachbargebäude der Stadtwerke in der Mühlstraße 6 abgebrochen. Eine Ausstellung mit Fotografien von Lars Neumann aus dem verlassenen Haus vor dem Abbruch kann ebenfalls im Foyer der Auer Stadtwerke besichtigt werden.
Am Samstag ab 17 Uhr heißt es für die Schönheiter Wölfe Do or Die. Nach der 2:4 Niederlage vor einer Woche im ersten Playoff-Finalspiel beim ELV Nyski müssen die Mannen um Coach Sven Schröder das zweite Finalspiel im heimischen Wolfsbau gegen die Tornados unbedingt gewinnen. Nur so können die Erzgebirger die Entscheidung um die Meisterschaft in der Regionalliga Ost auf ein drittes Spiel vertagen. Mehr Spannung geht nicht. Die Wölfe hoffen am Samstag auf eine riesige Kulisse, zumal es definitiv das letzte Heimspiel in dieser Saison im Schönheider Wolfsbau sein wird. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche? Fragezeichen. Um Ostern herum werden vielerorts Frühlingsfeste gefeiert, so auch im Altenpflegeheim Gut Glesberg in Schneeberg. Auch wenn am Donnerstag der Blick aus dem Fenster dem Anliegen eines Frühlingsfestes nicht gerecht wurde, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung im großen Speisesaal des Hauses eine abwechslungsreiche Zeit. Zwischen dem gemeinsamen Kaffeetrinken und dem rustikalen Abendessen gab es ein musikalisches Unterhaltungsprogramm mit dem Musik-Tom. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was ist mit 17 dir verspricht. An die Hände! Du kannst nicht immer 17 sein, ja, Liebling, das kannst du nicht. Bis Ostern hat das Wetter Zeit, sich zu bessern. Denn dann steht eine Ausfahrt zum Ostermarkt in Bad Schlema auf dem Veranstaltungsprogramm des Altenpflegeheims Gut Glesberg in Schneeberg. Und jetzt könnte man selbst wieder zum Kind werden. Ab Samstag ist im Bergbaumuseum ein Lächeln zu Gast. So heißt eine neue Ausstellung, die sicherlich für Aufsehen sorgen wird. Denn darin geht es um ganz besonderes Spielzeug, um Playmobil. Wie das in die große Ausstellung rund um den Bergbau hineinpasst und warum rosa einfach sein muss, das hat Mario Rosniak schon mal herausgefunden. Ausstellung Ein Lächeln zu Gast ist ab 24. März im Bergbaumuseum Oelsnitz Erzgebirge zu sehen. Die Playmobil-Liebhaberin Elise und ihre Freunde gewähren einen umfangreichen Blick in ihre Sammlungen. Also die Zuschauer werden jede Menge zu sehen bekommen. Es wird vorne in der Lohnschalterhalle wird es erstmal noch ein bisschen historisch zugehen. Da wird es eine Szenerie geben, die so hier die Zeit und das Erzgebirge so ein bisschen darstellt, nämlich das Leben um 1844. Warum 1844? Zu der Zeit ist die Zechenanlage hier gegründet worden. Es war die Industrialisierung. Und da wird den Kindern so ein bisschen anschaulich gezeigt, wie haben die Menschen damals gelebt, wie war das, bevor es die große Industrie gab. Und dann geht es so ein bisschen, ich sag mal, mit Fantasie weiter. Dann kommt ein großes Schaustück mit Feen. Da werden die Mädchen sich total freuen. Das ist mega rosa. Die Herren der Schöpfung würden sagen, oh Gott, ist das kitschig. Aber das muss einfach sein. Und dann geht es weiter über die Neandertaler in einer kleineren Vitrine, über die Ägypter, die mit einer Karawane ziehen. Dann werden zu sehen sein Römer, die am Limes wohnen. Das ist so ein bisschen dadurch bedingt, dass wir in Koblenz am Limes wohnen. Der geht bei uns Weltkulturerbe, geht er da so sozusagen bei uns vorbei. Und das haben wir dann auch als Thema mit aufgegriffen. Dann wird es ein traumhaftes Schloss im wahnsinnigen Grün geben, Schwanstein ähnlich.
Dann dürfen natürlich Ritter nicht fehlen für die Jungs. Piraten sind dabei, Western ist dabei. Wir werden was über die Playmobil-Geschichte, über die Entstehung mit drin haben, über den Hans Beck, über den wir eben schon was gehört haben, der die Playmobil-Figur sozusagen erfunden hat. Und auch so ein bisschen Firmengeschichte wird dargestellt, die ersten Produkte von Playmobil. Dann wird es zu sehen sein, auch ganz interessant, so in der Kommunikation zwischen Groß und Klein, die Evolution des Playmos. Okay. Ja, da sieht man dann die allererste Playmo-Figur von 1974. Und dann sieht man eine von den ganz neuen Playmo-Figuren, die jetzt gerade rausgekommen ist. Und dann so dazwischen die ganzen Schritte, wie hat sich die Playmobil-Figur entwickelt. Dann wird es in diesem Teil, wo wir jetzt gerade sind, hier in der Maschinenhalle, wird es dann mehr so um das heutige Leben gehen. Playmobil nennt das City Life. Da wird dann zu sehen sein eine große Baustelle, wie ein Neubaugebiet entsteht. Dann gibt es hier direkt neben uns ein Feuerwehrfest, so ein bisschen Leistungsschau der Feuerwehrler. Kinderkrankenhaus, Rummel, Zirkus, ganz, ganz viele Themen. Es wäre vielleicht schade, alles vorwegzunehmen. Deswegen Kinder und Junggebliebene auf ins Bergbaumuseum Ösnitz. Für den Besuch der Sonderausstellung zahlen Erwachsene 7 Euro. Das ermäßigte Ticket kostet 4,50 Euro, das Familienticket 15 Euro. Zu Terminen, die Sie interessieren könnten. Am Sonntag lädt in Waschleite das Schaubergwerk Herkules Frischglück zu einer Erlebnistour mit Helm und Grubenlampe ein. Start für die Sonderführung mit Geleucht ist jeweils 13, 14 und 15 Uhr. Interessierte Gäste finden sich vor Führungsbeginn am Huthaus des Schaubergwerks ein. Bereits im 17. Jahrhundert fand die Fundgrube Frischglück in den Annaberger Bergmannsakten Erwähnung. Über Jahrhunderte wurden hier Silber, Kupfer, Blei und Zinkblende abgebaut. Bis heute zieht die einzigartige Atmosphäre jedes Jahr tausende Besucher in ihren Bann. Vor allem für Kinder ist der Bergwerksbesuch ein besonderes Erlebnis. Im Schaubergwerk Herkules Frischglück können die Jüngsten bereits ab 4 Jahren den Spuren der Bergleute folgen. Die 47. Erlebniswanderung des Kulturbetriebes und der Freien Presse führt am Sonntag in Trebach auf dem Planetenwanderweg entlang der Krokuswiesen. Treff ist 10 Uhr an der Sternwarte Trebach. In diesem Jahr sind in Annaberg-Buchholz koordinierte Bauarbeiten in der Daniel-Knapp-Straße vorgesehen. Geplant ist der Bau vom 2. Mai bis 26. Oktober. Am Montag ab 18 Uhr laden die Stadt Annaberg-Buchholz, Planer und Vertreter der Versorgungsträger betroffene Bürger zur Einwohnerversammlung in die Cafeteria der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG ein. Während der Veranstaltung werden zunächst die geplanten Baumaßnahmen vorgestellt. Danach haben die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen bzw. eigene Anregungen zu geben. In Karlsfeld findet jährlich ein 3-tägiger Bandoneon-Workshop unter Leitung der Solistin Karin Eckstein statt. Zum Abschluss des Workshops gibt das Bandoneon-Orchester Karlsfeld ein öffentliches Konzert im Bürgerhaus Grüner Baum in Karlsfeld. Dieses Jahr findet das Abschlusskonzert am 25. März ab 15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, aber eine Spende ist herzlich willkommen.